Ja, und somit herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video hier auf dem Kanal. Da ja bald Starfield rauskommt am 6. September, heute haben wir den 15.8., habe ich mir gedacht, ich könnte noch ein paar Starfield-Trailer anschauen und da ein bisschen ein Auge drauf werfen, was da wirklich alles zu sehen ist. Da ich viele Trailer davon auch selber noch nicht gesehen habe, und mich das doch ziemlich interessiert, wie das Spiel aussieht, was es so gibt und ob man irgendwelche kleinen Details findet, die ziemlich spannend sind. Und daher würde ich sagen, schauen wir uns heute einfach mal den Starfield Official Gameplay Trailer an. Den Reveal Trailer findet man ja schon bei mir auf dem Kanal, aber heute schauen wir uns das hier an. Let's go! Ich bin gespannt. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. Das Spiel soll ja ziemlich ambitioniert sein mit ihren 1000 oder über 1000 Planeten, die man da bereisen soll, können soll. Und hoffentlich auch wirklich den großen Step aufwärts von Skyrim sein. Also von The Elder Scrolls 5. Skyrim. We're all here in der because Entwicklung. We're committed to the biggest question of all. What's out there? You're part of Constellation now. Part of our family. We do not fully understand all that is at work. Das Einzige, was ich bisher immer gefunden habe in diesen Trailern, die man hier gesehen hat, dass die Charaktere irgendwie nicht so reinpassen, richtig. Alles andere sieht ziemlich echt aus. Aber die Charaktere und die Gesichter sind so... Ja. Hätte man... Ja, das HUD hier zum Beispiel sieht ziemlich schön aus, finde ich. Schön minimalistisch. Wir sind nicht stoppen. Whatever lies at the end of this road will change humanity. Alle anderen Bilder. So, Videos. Sehen grafisch ziemlich schön aus. This und abwechslungsreich. Is where we belong. Starfield. Ja, es sieht alles immer ziemlich interessant aus und vielversprechend. Aber ich bin halt etwas skeptisch, ob sie da wirklich ihr Versprechen halten können, dass das wirklich ein sehr ambitioniertes, riesiges Spiel wird. Das wirklich diese 25 Jahre Spielentwicklung verdient hat oder gerecht wird. Eben auch die Grafik sieht ziemlich schön aus. Aber ich finde einfach, die Charaktere passen irgendwie gar nicht so rein. Sie sehen ziemlich so plastisch aus, wenn man das so sagen kann. Aber muss man dann wahrscheinlich im Spiel selber sehen, ob das wirklich so raussticht, wie ich das hier aus diesen Videos sehen kann. Aber ich freue mich sehr darauf. Ich werde es auf jeden Fall spielen, wenn es dann rauskommt. Und wenn ich genug Zeit habe. Und ja. Wir switchen gleich mal zum nächsten Video und sehen uns gleich im nächsten Video hier auf meinem Kanal. Bei einem anderen Starfield Reaction Video. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!